herzlich willkommen zu Tag 26 und Teil 12 unseres gemeinsamen Let's Plays von This War of Mine, The Little Ones. Bruno. Hallo, Kirby. Hi, geht's? Ich sehe gerade, es schneit. Ich würde sagen, wir müssen das nächste Mal im Brennofen machen, wa? Ja. Und wir müssen dem Misha ein paar Tabletten geben. Ja. So, mal hier. Aber ich finde ja auch, wie die Miss Strange Lab schon so gut bemerkt hat, warum machen die nicht einfach ein Feuer irgendwo? Ist ja nicht so, als wenn das Haus dicht wäre. Ja, das stimmt. Aber ich meine, letztendlich musst du dafür dann auch Holz verbrennen, also was soll. So, hier. Gut. Super. Gut, Bruno. Dann wird jetzt mal Zeit zu kochen. Direkt für beide was kochen, das ist ja toppi. Natürlich. Den beiden lassen wir es jetzt richtig gut gehen. Ja. Die haben genug Scheiße durchgemacht. Dann gleich mal in die Falle gucken. So. Mamfi Mamfi, lieber Misha. Ja. Ja, das ist auch gut so. Bruno legt es jetzt mal kurz direkt hin, ja? Genau. Hat ich mal in die Falle gucken kann, der Kleine doch auch, oder? Ich hoffe. Dann sagt er dann wieder, kann ich nicht. Ach komm. Das machen wir noch. Die Zeit muss sein. Muss jetzt halt auch mal Verantwortung übernehmen. Genau, ist jemand an der Tür. Sehr gut. Aber jetzt dann mitgehen, dass die Frage stellt sich ja nicht, ne? Nee. Komm, wir reden mal kurz mit dem. Oh, das ist ja schön. Was ist denn Steinschere Papier? Das dauert immer ewig, die Gespräche, ne? Ja, ich weiß nicht, ob ich drücken kann. Das weiß Soll ich auch mal probieren? Nicht. Nee, keine Ahnung. Bei dem Spiel würde ich immer aufpassen, Knöpfe drücken. Guck mal. Die spielen echt. Ja. Toll, ich habe gewonnen. Siehst du. Du bist der Gewinner. So, da muss man in die Falle rein. So. Und wir machen eine Konserve da rein. Ja, haben wir keine Tomate mehr. Genau. So. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken. Kinder haben es im Krieg am schwersten. Jo. Abso-fucking-lutely. Kinder haben sowieso immer am schwersten. Ist immer schlecht, auf andere angewiesen zu sein. So, warte mal. Ich brauche jetzt gucken. Ich muss eben nur gucken, ob wir eine Schaufel herstellen können oder wenn nicht, was wir dafür brauchen. Nee. Okay, wir brauchen 7 Teile und 4 Holz. Da ist ja jemand an der Tür, vielleicht ist es einfach. Eben, genau. 7 Teile und 4 Holz. Dann können wir auch hier nichts herstellen, an Zigaretten wahrscheinlich. Nee, nur den Tabak können wir machen. Okay. Diese komischen Blätter da. Ah, warte mal. Wenn er schon mal hier oben ist, ne? Ich will eben wenigstens alles abgeschlossen haben. Wir können jedoch Schnee von den Haufen draußen schmelzen. Dann müssen wir da oben was machen, ne? Ja, hier. Das ist ja super. Wahnsinn. Brauche eine Schaufel bestimmt. Und so haben wir jetzt Wasser. Das macht der Winter ja dann echt leichter. Transportiert er das denn? Tja. Haben wir jetzt dadurch überhaupt Wasser? Nee, wir kriegen dadurch Eis. Dadurch kriegen wir Eis. Und Eis gehen wir am Herd schmelzen. Ja, das ist jetzt die Frage, wo man das schmilzt. Gucken wir. Auf jeden Fall haben wir auch nicht mehr so viel Zeit. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz. Ich guck mal eben, ob wir jetzt hier wieder was machen können. Okay. Ja, sammeln und dann schmelzen, okay. Ja. Aber die haben ja jetzt auch Essen. Notfalls, wenn der den ganzen Tag nicht zum Pennen kommt, muss man eine Nacht halt mal schlafen. Genau, ich muss jetzt noch mal gucken, was wir für einen Ofen brauchen. Ja, wahrscheinlich auch Holz und Gedöns. So, guck mal hier, einfaches Heizgerät. 6 und 18. 18 Geräte und 6 Holz, okay. Okay. 18 Geräte und 6 Holz. Wer ist an der Tür? Da gehen wir jetzt hin. Ja, der Händler. Mr. Händler.
Hi. So. Da. Ja. 18. Und wie viel Holz? Sechs. 6. Oh, guck mal, das passt genau. Ja. Okay, was können wir dir denn dafür anbieten? Waffenteile vielleicht. Filter, aber das Ding ist eh gefroren. Kannst du Ja, auch einen Filter genau. verkaufen? Stimmt, ne? Gut. Okay. Handeln. Okay. Danke. So, schnell mal einen Ofen bauen. Muy, muy importante. Kachung. Irgendwo ein Bett ist, oder? Irgendwo, wo ein Bett ist. Geht nicht. Da war doch auch noch eins an der Seite rechts. Kann man im Zimmer gar nichts mehr Nee. machen. Dann nach unten irgendwo. Da, ja. Hierhin? Ja, ich würde eher auf der Seite, sind die halt viel öfter, ne? Hm. Gut. Kannst du dich nicht ausruhen, Micha? Wenn du krank bist. Musst du ins Bett, aha. Besser ist das. Genau. Soll der Bruno dann noch mal kurz schlafen? Ah, ne, der muss was bauen. Ja, aber wenn er damit fertig ist, lege ich den noch mal hin für 2 Stündchen. Oder anderthalb. Aha, das muss man auch befeuern. Ja, etwas Holz hat natürlich. Eine Axt hätten, würden wir sicherlich etwas Holz zu hacken, was wir da noch rumliegen haben. Ach, gute Nacht. Stündchen wenigstens noch. Ah, hoffentlich wird das so angerechnet. Man weiß es ja nicht, ne? Ob das jetzt was bringt, dass man überhaupt was schläft oder nicht. Ja, ich denke schon. Ich hoffe auch. Zumindest ist er dann vielleicht nicht dann direkt sehr müde. Ja, wenigstens haben wir jetzt einen Ofen. Ist doch auch schon mal gut. Genau. Jetzt brauchen wir jede Menge Holz. Ja, guck mal, schon 0 Grad. Ja, wir brauchen Holz, genau. Wo Ja. finden wir jetzt Holz? Ja, keine Ahnung. Holz gab es in vielerlei nicht mehr. Wo waren wir Nee. denn noch nicht? Überall schon. Nee, das wird gar nicht angezeigt. Muss erst draufklicken, sonst sieht man nicht, wie viel Prozent. Ja, aber hier sieht man, weil wir waren noch nicht beim Militärstützpunkt, bei der Das Scharfschützenkreuzung. war's. Das war's. Na dann. Dann gehen wir nochmal ins Doppelhaus, oder? Gab's da denn noch Holz? Ja, da gab's, da musstest du dich dann, da kamen wir doch nicht mehr weiter. Eine große Menge Teile. Ja, eben, aber dann können wir halt, da muss ich jetzt buddeln mit den Händen. Ist egal. Na gut. Aber da war es relativ sicher. Okay. So. Sollen wir die Brechstange mal mitnehmen? Ja, hilft dem Kleinen ja eh nicht. Das stimmt. Gut, versuchen wir es. Gut, Ich bin Bruno. aufgeregt. Ich auch. Ich habe kein gutes Total. Gefühl irgendwie. Nee, nicht wirklich. Aber guck mal, wir haben jetzt erstmal Essen für die nächsten Tage. Und Wasser. Wobei ich immer noch nicht weiß, wo man das schmelzen soll. Vielleicht können wir es echt am Ofen. Obwohl, nee, vielleicht können wir es auch noch nicht am Ofen. Bom. Bewegt mich trotzdem mal langsam, Ja, ne? mach das. Oh, was ist das? What's that? Waffenteile. Gut. Auf jeden Fall Menschen. Gerade Ja? einer runtergesprungen, ja. Wo ist einer Da hinten runtergesprungen? ist eben einer runtergesprungen zu dem Händler hin. Da kann man ja nicht raus, da ist ja keine Tür auf deiner Etage, da muss man über die erste Etage, dann hat man jemanden gehen sehen, so. Nee.
Guck, das hier meinte ich. Ja, okay. Gut, die nehmen wir auch mal mit. Ja, nehmen wir immerhin was anderes für, wenn wir schon selber nicht schießen. Richtig. Zack, die haben wir auch eben ein bisschen weggetradet. Genau. Ja, tut mir leid. Ich weiß, du bist müde, Bruno. Und ich weiß auch, das wird schwierig, da mit dem Weglaufen. Aber egal. Morgen kannst du den ganzen Tag schlafen. Das ist egal. Es dauert lange, ich weiß. Da musst du durch. Haben halt keine Schaufel. Kein Grund zu weinen. Ich sagte eigentlich, Pavel wurde letzte Nacht getötet. Ich bin froh, dass das nicht ich war. Ich muss vorsichtig sein. Das ist ein Arsch irgendwie, ne? Ja, aber ist gut. Also was heißt gut, aber... Egomaniac. Wenigstens ist er zu dem Kind nett. Das ist schon mal ganz gut. Und er ist ein guter Koch. Ja. Das ist wichtig. Oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Der blinzelt auf dem Bild. Hast du das schon mal gesehen? Nee, aber ich versuche jetzt mal nicht zu... Ja, jetzt habe ich gesehen. Ah, creepy. Creepy. Gott sei Dank siehst du es auch. Ich dachte schon, ich habe irgendwie Fieberhalluzinationen. Hoffentlich ist hier hinten was Gutes. Ich hoffe auch. Nicht, dass er jetzt einschläft mittendrin. Oder erschossen wird. Ja. Oh Mann, ey. Das dauert lange. Ohne Schaufel ist ja gar kein Ausdruck. Ja, aber Wetter gut, dass wir das alles eigentlich schon abgesucht haben hier oben, ne? Ja. Das ist so. Das Wetter hat auch voll schnell umgeschlagen, ne? Von 17 Grad auf 0. Ja, direkt Winter einfach, bumm. Deshalb müssen wir auf jeden Fall Holz finden jetzt für den Ofen. Richtig. Notfalls müssen wir zu dem Händler nochmal, ob der welches hat, der ist ja auch einer. Genau. Direkt da. Können wir die Waffenteile direkt eintauschen, genau. Ne? Genau, wird sogar mit Munition und so, jetzt ist es auch irgendwie zu spät. Wir haben es geschafft. Also Bruno hat's. Oh. Ist das wieder ein Dreckhaufen? Ja. Kann man halt nichts machen. Nee, und man muss auch immer da hinten ist ein Schrank. Ja, eine Schaufel könntest du gebrauchen, ich weiß, aber wir haben noch 3 Stunden. Komm schon, ich will den Schrank wenigstens plündern. Ja. Auch wenn das private Sachen sind. Egal was da drin ist, das werde ich mitnehmen. Eine Leiter geht auch noch nach unten. Aber ich tippe, wir sind so um 2.20 Uhr fertig. Boah, die sind so nah, ne? Ich bin die ganze Zeit voll schissig, dass die uns hören. Auf einmal tippt die eine auf die Schulter. Hallo? Was machen sie denn da? Ja. Wie, was ist das für ein Lärm? Muss der Sache auf den Grund gehen. Hi! Was gibt's? Darf nicht weiter damit. Warum nicht? Weil das der Bereich von denen ist, wo die leben. Und wenn er nicht sieht, was du da machst, dann ist das okay. Achso. Okay, dann warte ich mal, bis der geht, ne? Genau, aber zeig dem nicht, dass du da gerade versuchst, dich durchzugraben. So, ja, jetzt? Super, jetzt kannst du machen. Ah. Geht raus, da oben. Meine Güte. Also ich weiß natürlich auch nicht, aber ich denke einfach so, das ist halt, die Leute sind ja voll nett auch zu einem, solange man nicht in deren Häuser geht und so. Und deswegen denke ich auch, solange er nicht sieht, dass du dich da gerade durchbuddelst, warum soll der dir was tun? Genau. So, guck mal, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich will wenigstens da hinten jetzt hin. Ja. Oh, das ist stehlen. Egal, ich habe gesagt, ich nehme alles mit, was da drin ist. Ja, kippen. Boah, guck mal, eine Körperpanzerung. Hat er die jetzt auch an? Ich hoffe. Schau mal noch runter. Das ist sogar noch nicht mal stehlen da. Sehr gut. Die Körperpanzerung wäre echt fett, wenn er die jetzt an hätte. Da hättest du auf jeden Fall schon mal ein Problem weniger. Ja. So, nehmen wir auch mit. Oh, da ist einer über dir. Wait, wait. Ist ja jetzt zu Ende, glaube ich, die Nacht. Nee, doch nicht. Warte. Hä? Ah. Komisch, oder? Ja, total. Wir haben kein Holz bekommen. Hm. Tja, willst du jetzt noch einbrechen oder nicht? Ja, komm, machen wir, oder?
Wie lange geht die Nacht noch? Bis 5. Ich muss diesen Ort schnell verlassen. Was ist denn, wenn du bis morgens nicht weg bist? Das weiß ich nicht. Hast du Kreis gedrückt? Nee, ich hab jetzt, hier. Lass den mal gehen. Weil ich... Wie, die Rückkehr wird schwieriger werden. Kacke. Aber wir hatten das doch schon mal. Da war das so einfach. Nee. Wir sind immer nach Hause gegangen. Echt? Ja. Hauli. Oh, ich habe nicht allzu viel verloren. Ich meine, so wichtige Sachen waren jetzt auch nicht da, aber Tag 27. Still cold. Jemand ist in unseren Unterschlupf eingebrochen und hat unsere Sachen gestohlen. Wir hoffen jedoch, dass Bruno... 2 Konserven, 2-mal Wasser. Ah, jemand hat bemerkt, dass unser Unterschlupf über Nacht unbewacht war. Ah. Bruno ist nicht nach Hause gekommen. Nee. Ah. Tja, dann soll der direkt mal wieder ins Bett legen, der Kleine. Ja. Eigentlich müsste der in der nächsten Nacht los, der Kleine, und zum Krankenhaus, ne? Ja. Nee, nicht spielen. Ich mache jetzt Tag beenden, oder? Ja. Oh, Leute, vielleicht ist das... Oh, Mann, oh, Mann. Ach, guck mal. Er ist auf jeden Fall wieder da. Sehr müde, der muss schlafen. Ja, komm. Tag 28. Der muss jetzt nämlich erstmal kochen. Bruno geht es viel besser. Wir müssen ihn nur etwas im Auge behalten. Hat er auf jeden Fall auch Kippen dabei. Ja. Warum weint denn der Junge? Deprimiert. Erstmal was essen. Tut immer gut. Ja, total. Aber wir können nicht. Wir haben nichts zum Verbrennen? Nee. Das ist doch scheiße, ehrlich. Weil da liegen überall noch so Trümmer rum. Warum können wir nicht unsere eigenen Sachen kaputt machen? Ja. Naja, dann spiel mal was mit dem. Ah, spitzt sich langsam voll zu, ne? Ja, total. Ach, kacke, ehrlich. Guck mal, jetzt wird der in den Arm genommen. Misha, hör auf, Trübsal zu blasen. Das tue ich nicht. Von wegen. Ein richtiger Trübsalbläser. Oh Mann. Boah, jetzt streiten die auch noch. Boah, wenn ich groß wäre, würde ich... Was würdest du machen, Misha? Du würdest mir mit mir den Trübsal blasen. Darauf kannst du einen lassen. Was hat der denn? Alle anderen sind krank, also muss ich stark sein. Sie brauchen meine Hilfe. Sachen klauen uns wehtun. Wieso haben sie das gemacht? Oh Gott. Wann kommt Daniel zurück? Ja, genau. Er ist mein Freund. Früher habe ich ihn noch nicht so gut gekannt, aber seit er mich gefunden hat, war er wirklich lieb zu mir. Ich hoffe, er kommt bald mit meinen Eltern zurück. Ich vermisse sie. Ich saß gerade an dem großen Tisch und habe gefrühstückt, als die Soldaten reingekommen sind und gesagt haben, dass sie eine Evakuierung gibt und dass wir zu den Lastwagen gehen müssen. Okay, es schneit. Ich habe Pavel heute noch nicht gesehen. Wo ist er hingegangen? Wird er zurückkommen? Oh, oh Mann. Wieso hör ich da die ganze Zeit Treppen? Kommt da einer? Ja, ist jemand an der Tür. Okay, war ich hier in Pogor in meinem Restaurant, die Szenen von schweren Kämpfen. Ah, Mann, lass mich nicht sterben, besorgt mir Medikamente. Dass ich ab und zu stehlen muss, dann werde ich das tun. Okay, okay. Oh, es ist jemand an der Tür. Ja, that's what I said. Ja, Entschuldigung. Aber der Kleine soll nicht erstmal ins Bett legen, der ist krank und hat eh schon keine Medikamente. Reden die nicht mehr? Keine Ahnung, ich glaube nicht.
So, kleiner. Leg dich hin, wir müssen Brennholz kaufen. Genau, wir müssen tauschen. Tauschen, tauschen, tauschen. Oh nein, das ist nicht der Händler. Nee. Who are you? Ja, ich höre. Was ist? Sie sind die erste Person, die die Tür geöffnet hat. Vielen Dank. Schnell, mein Bruder wurde von einem Scharfschützen angeschossen. Bitte helfen Sie mir, ihn nach Hause zu tragen. Ja. Dann stirbt er. Wie kann ihr nicht helfen? Ah! Sie dürfen nicht weggehen. Ah. Ah. Oh, shitty Bullshit. Der Falle ist auch nichts, oder? Aber was soll's, wir können ja eh, ja, nicht, doch, ja, aber wir können ja eh nicht kochen. Nee, die haben uns leider die Konserven, die wir hätten essen können. Ja, die haben die uns geklaut. Die wir jetzt bräuchten, geklaut, um die wieder da reinzulegen. Um eine Nahrung kannst du wieder reinlegen. Ja, stimmt. Eine Nahrung sollten wir. Ja, Mann, ey, wir brauchen halt irgendwas, damit wir irgendwie heizen können. Und guck mal, da sind voll die Trümmer überall. Man kann die nicht benutzen, oder was? Nein, kann man nicht. Was machen wir denn jetzt? Ja, jetzt machen wir, was wir immer machen. Und zwar trinken wir uns jetzt erstmal ein. Echt? Nein. Wir lassen jetzt, wir werden jetzt den Tag beenden und dann wieder auf Plünderung gehen. Wir brauchen Holz. So einfach ist das. Ja. Also, was haben wir denn hier? Was hat denn der Militärstützpunkt? Die sich am Tag beschießen, handeln nachts oft miteinander. Diese Soldaten haben viele interessante Sachen und tauschen gerne. Vor allem gegen Alkohol oder Zigaretten. Aber sie sind unberechenbar. Naja, immer mit Militär auf den Dings erschossen. Komm, wir gehen da einmal hin, oder? Ja. Bringt ja nichts. Ja, eben. Ja, ist ja ist nicht mehr viel zu retten bei uns. Nee. Ich nehme jetzt auch keine Brechstange mit. Nee, ich nehme nur mit hier. Oh, was ist das denn? Ja, die musst du anziehen. Ja, sie die Bildreparatur. Ah, okay. Dann bringt's ja nichts. Mal. Ja, Alkohol und Zigaretten haben wir nicht, oder haben wir selbst gebrannten? Nee, nicht wirklich. Was ist das denn hier? Beschädigtes Sturmgewehr. Auch, funktioniert auch nicht mehr. Ja, das könnt ihr jetzt alles haben. Ich weiß nicht, ob das Militär dafür so viel bezahlt. Komm, wir nehmen den mal mit zum Handeln. Ne? Ja. Und vielleicht noch hier so ein bisschen. Nichts, was wir jetzt zum Bauen brauchen würden, aber. So. So, ne? Ja. Das muss jetzt reichen zum Handeln. Ja, komm. Verteidigen bringt eh nichts. Wenn, bringt nichts um. Gerade gegen die Armee da. Ich meine, was soll man denn machen? Genau, wir wissen, dass wir bis 5 Uhr müssen wir zurück sein. Wie sieht's mit der Uhr aus? Sind wir noch gut beim Plündern? Ja, 23 Minuten. Easy. Ich weiß nicht mehr, auf wessen Seite sie sind. Niemand weiß das. Oh, voll die Leute hier. Ah, okay. Soll ich zuerst mal zu dem da hochgehen? Das ist einer leicht, glaub nicht. Außer der Trade drin. Dieser Ort gehört uns, verschwinden. Okay. Traden die nicht. Und kann ich denn hier hoch? Ja. Okay. Das darf ich aber, oder? Ich weiß es nicht. Ja, letzte Warnung. Okay, okay. Scheiße, wieder eine Nacht verschwendet. Ach, kann das nicht wahr ist sein. Scheiß. Der schießt, ne? Meinst du, der haut doch wieder ab? Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt nicht einfach direkt wieder zurückgehen. Tja, was soll man denn machen? Und er sagt, letzte Warnung, der will dich nicht durchlassen, der will nicht traden. Ja. Geh doch nicht weg. Ja, dann müssen wir gehen. So traurig das ist. Ja. Hey, what?
Ich warte noch mal kurz eine Minute. Dann schleiche ich mich an. Dim, dim. Dim, dim. Ey. Kuckuck. Wieso kann man nicht traden? Weiß ich auch nicht. Stupid. Militärstützpunkt. Da gehen wir nicht mehr hin. Nee, wir gehen sowieso nirgendwo mehr hin. Wir müssen jetzt sterben. Ja, aber wenn wir rohes Gemüse essen müssen, dann müssen wir deswegen nächste Nacht ins Krankenhaus. Rohes Gemüse wäre ja noch gut. Ja, rohes Essen. Rohe Ratten müssen wir jetzt essen. Deswegen müssen wir dann am nächsten Tag ins Krankenhaus und dann kriegen wir auch nichts getradet. Als ob uns da ein Häschen reinläuft. Ja. Rodo ist sehr schwach. Oh Gott, mir bewegt sich kaum. Diese Krankheit bringt ihn um. Ja, er muss ins Krankenhaus in der nächsten Nacht und alles vertrainen. Ja, aber die nächste Nacht überlebt er nicht mehr. Bin ich mir sicher. Der Junge? Mhm. Bin ich mir fast sicher. Ja, müssen wir roh essen. Bringt ja nichts, wenn ihr das dann nicht nochmal umbringt. Oh, guck mal, der ist auch krank, der Bruno. Ach, das ist ein elendes Ende, ehrlich. Ja, schon, ne? Wir haben den Turning Point irgendwann gehabt. Jetzt legt er sich einfach hin, weil er betrunken ist. Boah, der kann sich nicht mehr. Kann der denn da, die Bandage hilft ihm auch nicht, ne? Wir brauchen Tabletten oder sowas. Jemand muss zu einer Apotheke gehen. Bruno sagt, er hat großen Hunger. Kann er denn nicht einkaufen gehen oder sowas? Sollte nicht lange alleine sein. Darum ist keiner mit dem Mann. Genau. So sieht's nämlich aus, mein Freund. Boah, das ist aber unangenehm gerade. Todkrank. Okay. Er trinkt immer noch. Ach, dann weiß ich auch nicht. Ey, ich will mir das nicht geben gerade. Tut mir leid. Ich würde dem Jungen jetzt was zu essen geben von dem rohen Zeug und dann beide ins Bett nicht liegen. Das geht ja nicht so. Oh ne, besser nicht mit dir reden. Ich beende jetzt. Wir werden jetzt. Ja, aber du musst, wenn dann beenden, dann musst du es im Bett beenden. Bett beenden. Ach, sei nicht traurig. Tut mir leid. Boah, Misha, wir haben einfach versagt. Ja, können noch. Eine Nacht haben wir noch. Dann ab ins Krankenhaus, oder? Müssen wir. Geht ja gar nicht anders. Ah, super. Kann man denn noch trainen? Weiß es nicht mehr. Im Reisebüro eigentlich. Reisebüro, ja, geht auch nicht. Supermarkt war da auch eine Trade-Stelle. Eine große Menge Teile. Nee, zerstörte Villa. Möglicher Handel im Doppelhaus, genau. Ja. Ja, nimm Bandagen mit und Sachen, die teuer sind. Medikamententeile vielleicht, alles, damit wir eventuell Tabletten kriegen und Holz. Ja, du hast recht. Gehen wir diesmal direkt handeln und dann rauben wir die noch aus und dann gehen wir nach Hause. Ja, finden den toten Misha. Ach Mann, ich kann das nicht hören. Ich weiß. Ich dachte, das Spiel, das ist bei mich nicht so schlimm, wenn die dann sterben, aber mit Kindern, da komme ich nicht klar. Nee, ne? Ich bin jetzt am liebsten unter die Decke. So, wir gehen jetzt direkt zu dem Händler. Genau. Ich möchte mir jetzt die Ohren zuhalten und la rufen die ganze Zeit. Ich komme. So, ja, hier, gib mal Tabletten. Gimme. Yes. Wo sind die Tabletten? Da, wir brauchen Konserven, Tabletten. Was ist das denn hier überhaupt? Das sind nur so komische Kopfschmerztabletten, wo man nicht weiß, wie die wirken. Dann nehme ich eins mal mit, ne? Ja. Zwei Konserven. Lass uns noch eine Nahrung einpacken. Da haben wir genug eigentlich. Okay, gut. Ich versuche erstmal so. Ja, und Holz. Genau. Ich probiere erstmal, was der dafür hat.
Boah! Puh. Aha, gut. Now we are talking. So, vielleicht soll man anstatt Holz direkt 6 Zünder versuchen, weil die dann nehmen nicht so viel Platz weg wie Holz. So, ne? Warte mal, wie viel Holz kriege ich denn dafür? Das muss ich eben nur mal probieren. Ja, mach das mal weg. Wenn Also ich mehr kriegst. als zwei Holz dafür bekomme, dann machen wir es natürlich halt nicht, Nee. ne? Nee, das ist dasselbe. Dann nimm lieber das andere, weil. Ja, Obwohl, das nimmt klar. eigentlich gleich viel Platz weg. Und dann hast du halt die Arbeit schon gemacht. Genau, so ist doch gut, ne? Ja. Okay, wir können einmal kochen und einmal heizen. Nee, hier nicht. Jetzt darfst du noch nach unten, wenn du noch klauen willst. Na klar, will ich klauen. Man muss. Nee, hoch. Hoch, hoch, hoch. 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 Und dann nach unten. Stimmt. Nein. Aber da waren Leute, ne? Nee, da musst du leise sein da unten. Aber Gott sei Nee, Dank da musst war du. aber mit Brechstange war da. Also ich konnte da nur mit einer Brechstange durch die Tür. Und die habe ich nicht mitgenommen. Ach so, da war die Nacht rum. Ich dachte, du hättest die Brechstange beim letzten Mal schon benutzt. Ach Da. so. Nee. Ist immer noch zu. Aber weiter Ah unten ja. war auch nichts mehr. Nee. Hier war auch nichts mehr. Scheiße. Aber egal, wir haben wenigstens können wir jetzt was kochen und wir können dem Misha noch mal Medikamente geben. Ja, wenn der noch lebt. Wenn er noch lebt, ja genau. Naja, aber wenigstens haben wir es dann versucht alles. Oh Mann, ey. Stunde der Wahrheit. Konnten wir ihn noch mal retten oder nicht? Ich sag nein. Oh. Das ist echt mal ein Antikriegsspiel. Wir haben die Ja. nicht beschissen, als sie das gesagt haben. Nein. Läuft Tag 30. 30. Wir haben fast einen Monat geschafft. Ja, der Februar wäre schon lange rum. Oh nein. Doch, Ich da ist hoffe, er. der Der ist noch steht noch. da. Ich hoffe, dass sie helfen werden. Ich habe Angst, ich habe solche Angst. Ach, komme, ey, hör doch ab. Nahrung gestohlen. Ist egal. Was ist da, Bruno? Und hustet die ganze Zeit. Er sieht schwer krank aus. Ja, komm mal, einer Der stirbt geht. auf jeden Fall. Ja. Komm mal, heizen schon mal. Nee. Können wir nicht. Aber deswegen sind die krank. Ja, das stimmt, aber wir geben. Bruno kann, aber wenn das Krankenhaus wieder erreichbar wäre, ne? Ja, sollen wir dem das jetzt geben? Ja, Ja. ne? Leicht verletzt ist der auch noch. Haben die den echt verletzt, als sie den ausgeraubt haben? Geh mal bitte dich hinlegen, Misha. Obwohl, warte noch. Ja, du kannst auch kochen und dem Essen bringen, ne? Ja, aber ich gebe dem jetzt erstmal eine Konserve. Haben wir denn da noch eine für unten? Ja. Also selbst wenn nicht, das ist egal, aber das macht super satt. Und der ist sehr hungrig. Was macht das andere? Macht den auch super satt, aber. Ja, sehr gut. Gibt's noch Nachtisch, meint er? So, jetzt musst du dich ganz, ganz schnell hinlegen. So, Bruno. Wer will jetzt was? Der kommt auch nicht mehr klar. Das ist ein Händler auf jeden Fall. Bitte, bitte, ich werde alles, alles tauschen. So, bisschen wärmer machen, ne? Hast du benutzt? Eins, ja. Hallo, sie sehen nicht gut aus, So, sagte er. wir brauchen Medikamente. So, was haben wir hier? Eigentlich brauchen Bandagen wir brauchen eine wir auch. Bandage und eine Pille, aber die Pillen für den Bruno hat er nicht. Wenn der Nee. Bruno es schafft, nochmal zu pennen, könnte er vielleicht eine Nacht ins Krankenhaus. Ich muss dem jetzt alles geben, was wir haben. Ja. Und zwar Brechstange einfach weg damit. Was ist das hier überhaupt?
UV-Lampe, ne? Brauchst du es nur, wenn wir Gemüse ziehen wollen Brauchen wir später? jetzt auch im Moment nicht. Ah. Wir brauchen jetzt unbedingt Bandagen. Dann brauchen wir wenigstens mal hier Gemüse noch. Eine Konserve. Okay. Können wir ein Messer haben oder so? Ja, ich habe gerade überlegt, dass das Messer halt. Das ist großzügig. Gut, was nehmen wir denn dann noch? Eine Mahlzeit. Eine Mahlzeit. Guck mal, warte, wir nehmen die noch für den Bruno. Oh nein, boah, fuck. Dann kriegt er halt die kaputte Maschinengewehr da. Das brauchen wir auch nicht. Kaputte Hast Pistole du auch brauchen wir wieder auch recht. nicht. Soll der Scheiß. Oh, verdammt beeindruckend. Cool. Gut. Give us more. Eat. Was hast du jetzt genommen? Die Kopfschmerztabletten. Ja, okay. Warte mal, wir versuchen mal das wieder zurückzunehmen und dann guck mal, wie gefällt dir denn das hier? Hä? Okay, warte mal, vielleicht ist das ja besser. Nein, auch nicht. Aha. So, now we're talking. So, der hat auch noch Holz und Teile. Sollten wir davon ein bisschen gucken, ne? Ja. So, sollen wir so tauschen? Ja. Boah, schwer krank. So, nimmst du mal Tablette. Ja. Ich schlepp mich mal Und eben dann noch was kochen hoch. und dann noch mal schloppen. Okay. Okay, dann nur noch essen und schlafen und dann hoffen, dass das Krankenhaus wieder erreichbar ist in der Nacht. Ja. Komm schon. Nochmal zwei Mahlzeiten kochen. Ist das deprimierend? Da denkt der Bruno auch. Schwer krank. Ja, komm, ey, wenn jetzt die Nacht, also den Tag geschlafen hat, dann kann er es bestimmt bis zum Krankenhaus schaffen. Meinst du? Ich werde noch mal eben Ach, kurz die. aber Ja, mach ich nicht muss zu die. lange, der muss Ich schlafen. weiß, ich weiß. Aber ich muss die Kopfschmerztabletten, da die eh nichts bringen, dann werde ich die jetzt tauschen noch gegen andere Sachen. Weißt du? So. Was möchten Sie im Tausch dafür? Was könnten wir noch ein paar Teile lieber oder lieber was Wasser, ne? Wasser haben wir doch genug auf dem Dach. Das muss noch nicht mal schmelzen. So automatisch, wenn du kochst, dann dabei. Echt? Also scheinbar, oder? Du hast Nee, nicht geschmolzen. Also wir wir hatten ja hatten noch Wasser. Wasser. Okay, ja, dann weiß ich auch. Vielleicht hast du dann recht. Ah, die scheint er zu mögen. Guck mal, so ist doch gut immer noch. Das reicht nicht. Ah ja, einmal ein Wasser muss ich noch wegmachen. So. Jetzt schnell. Ja, schade, dass die richtig krank sind. Wenn die jetzt ein bisschen krank wären, dann könnte man einfach sagen, man kann die jetzt mal gut pennen lassen. Wir haben alles für 2 Tage. Ja. Aber leider brauchen die ärztliche Hilfe. Genau. Der ausgeschlafen. Oh ne, den willst du Nee, aber verarzten. genau, ich wollte ihn verarzten. Aber todkrank heißt, dass der sich sowieso nicht mehr erholt, oder? Nein. Also glaube ich nicht. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ich lasse den jetzt mal sich hinlegen. Der ist jetzt auf Medikamenten und bandagiert. Jetzt ist aber mal gut mit dir. Reiß dich zusammen, Ja, Mischa. er ist satt, alles.
So, guck mal, der Pfarrer sagt, wenn man ganz fest betet, dann hilft das. Ich bete dafür, dass die anderen schnell wieder gesund werden. Ich habe Hunger, ich vermisse Hamburger und Eis und Schokolade. Ah, und das mag ich auch alles. Und was sagt der? Ich kann nicht an Krankheit sterben. Ich möchte leben. Unternimm etwas. Hat jemand etwas Nahrung übrig? Okay. Wir müssen ins Krankenhaus, dann ist alles gut. Wir müssen nur nächste Nacht ins Krankenhaus. Ja, das stimmt. So, meinst du, ich soll jetzt beenden, wirklich? Schluss mit dem Tag. Sind alle versorgt. Boah, aber mein, haben wir schon 40 Minuten. Ich sag hier gar nichts. Es tut mir leid. Das ist egal. Heute wird ein super langer Teil, weil wir kämpfen ums Überleben. Ja. Wir machen anstelle von zwei, machen wir einen Wo langen. Können wir noch handeln? Wir können noch handeln. Was an der Scharfschützenkreuzung? Willst du noch mal was Neues ausprobieren? Schwer krank. Der kommt sowieso nicht ja, klar. Ja, komm, steht denn da irgendwas von handeln? Nee. Aber es ist sehr riskant. Komm, egal, wir probieren es, oder? Oder nicht? Was meinst du? Ich weiß nicht, weil der langsam ist im Moment. Eine Menge Materialien, eine große Menge Medikamente. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen zurückhält. Dass der, ich glaube, dass der normal schnell gehen kann, oder? Das kann sein. Ich weiß auch nicht. Ich möchte mich da gar nicht zu äußern. An der Baustelle ist schon einer von uns gestorben. An der Kirche ist schon einer gestorben. An der Baustelle haben wir natürlich noch jede Menge Zeug liegen, ne? Weil der das auch alles nicht mitgenommen hat, aber... Das hat auch Militär und die haben einfach geschossen. Einfach geschossen. Eine Menge Medikamente sind in der zerstörten Villa, aber da haben wir schon 54%. Ja. 100%. Komm, wir gucken uns die mal an. Dann haben wir wenigstens alles gesehen, ja, falls komm, wir draufgehen, ne? Wenn die alle verrecken. Genau. Bruno, guck nur ganz schnell vorne mal kurz. Guck mal, wir waren überall. Wir haben noch eine Trophäe geholt. Ist das nicht schön? Immerhin, ein kleines Etappenziel. Genau. Hi, wer bist du? Okay. Passen Sie auf. Nee, das stimmt, das möchte ich nicht. Das ist schon mal gut. So, so scheiße. Das Einzige, was wir brauchen, sind Tabletten eigentlich. Ja, das stimmt. Boah, das ist Knalle, das macht einen nicht fertig. Du hast mir immer gehört, guck mal da, wieder über dir geschossen, dann hast du gesehen. Ja, dann nehmen wir lieber, ne? Gehst du wieder? Oder? Entweder nehmen sie sich hinter etwas Deckung oder sie bleiben fern von dem Ort. Keine Ahnung. Meinst du, soll mal kurz? Wurde ich gerade getroffen? Keine Ahnung. Nee, du hast eine Lebensanzeige, eigentlich, wenn du getroffen wirst. Laufen. Aber die schießen halt da die ganze Zeit. Oh! Ach so, ich glaube, vielleicht meint er den Baum da vorne. Weißt du? Oder was sagst du? Oh, leicht verletzt, siehst du? Ich hau ab. Oder? Nein, ich weiß ja, es nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube eh nicht, dass man da Tabletten findet da, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Naja, gut. Keine Ahnung. Mal gucken, wie der Micha so sich... So totgeweiht alle. Ja, wir sind alle des Todes. Ach, Mann. Aber totgeweihte leben länger. Eventuell, ja. Wir waren so für einen Tag essen und können schlafen. Und ja, so. Wir haben jetzt auch eh nicht so viel zu tun. War Tag 31. Ich finde das so kacke, dass im Moment einfach das Krankenhaus nicht besucht werden kann. Ja. Oh, Bruno hat unseren Unterschlupf mit Micha verlassen. Micha war erschöpft, Bruno beschloss, ihn zu retten. Sie haben zusammen unseren Unterschlupf verlassen. Ins Krankenhaus gegangen. Ja, dann ist das Spiel zu Ende. Wie? Ich hab nicht überlebt. Du hast nur 31 Tage lang überlebt. Einen Monat immerhin. Hey. Tja, Leute. Das war's. Das war unser Krieg. Genau. This War of Our. Also, es gibt ja noch eine komplett andere Besetzung. Genau, wir können sie auch, glaube ich, selber zusammen... Kann man auch. Genau, man kann entweder eine andere Besetzung nehmen oder man kann wild mischen. Wir werden auf jeden Fall... Guck mal, da hat Bruno bei ihrer Bergung geholfen. Ja, wir werden auf jeden Fall, für uns haben wir schon gesagt, das nochmal probieren. Guck mal, das ältere Paar war wehrlos, das haben wir ausgeraubt. Ja, okay. Das andere, mit anderen Leuten nochmal, ob man andere Sachen machen kann und so. Wenn ihr noch Interesse habt, dann schreibt das einfach in die Kommentare, wenn ihr nochmal reingucken wollt mit uns. Ansonsten haben wir ja noch andere schöne Projekte. Ja, wir waren toll. Wir haben es nicht verdient, dass Marco gestorben ist.
Nee, absolut nicht. Der Krieg ist eine Bitch, ne? Ja, Marco gestorben. Pavel, da ging's rund, da ging's bergab, als Marco weg war. Oh, guck mal, was ist das denn? Winter. Oh. Der Winter war sehr kalt. Wenigstens einen Schneemann bauen. Echt schade, dass meine Freunde nicht da waren, um ihn zu sehen. Sehr krank. Eines Tages fühlte ich mich sehr krank. Ich weiß nicht mehr viel aus dieser Zeit. Ich dachte, es würde nicht mehr besser werden. Bruno hat Vorräte von anderen Leuten genommen. Das stimmt. Aber es hat ja geklappt, er hat sich gerettet. Alleine als die Einbrecher kamen. Das war schlimm. Der Bruder unseres Nachbarns wurde von einem Scharfschützen. Wir konnten ihm nicht helfen. Wir müssen das nochmal spielen. Ja. Naja, viel aus dieser Zeit. Ich dachte, es würde nicht mehr besser werden. Och Gott. Arme Kind. Ach ja. Man kann es nur hoffen. Naja, Leute, wie gesagt, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.